Hallo Leute, hier komme ich, Windrad 2011. Herzlich willkommen. Yo, hallo zu einem neuen Video von mir. Diesmal wieder auf dem Gomma HD Server, denn mein PC ist derzeit sehr überlastet. Und wenn ich auf... What? Und wenn ich auf meiner normalen Welt spielen will, dann ginge das nicht, weil es würde andauernd stoppen, weil der PC, wie gesagt, gerade ziemlich überlastet ist. Aber wir wollen mal hoffen, dass es geht. Ja, meine Eltern, die sind genauso schlimm wie das Monster, was ich euch in meiner letzten Folge beschrieben habe, wo ich auch auf dem Gomma HD Server drauf war. Ne? Genauso schlimm. Kommt meinen Eltern ja nicht zu nah. Ich sag's euch, wie schlimm die sind. Ich sag's euch, ich kann die nicht mehr aushalten. Das Monster genauso wenig. Und ich, ja, ich weiß nicht, was ich tun soll. Auf jeden Fall, ja, ich, möchte halt gerne mal in ein Gefängnis rein. Und da arbeite ich mich gerade für hin. Na, wieso geht denn die Scheiße nicht hier? Ich will da, die Ferros. Dachte ich mir, da lädt mich jemand ein, aber es geht bei mir nicht. Mein PC ist zu überlastet. Ihr seht ja, ich klicke hier an, aber ich komme nirgendwo rein. Ja, jetzt schon, weil ich bin halt in einer Party. Na, wir sehen. Und ja, und dadurch, dass ich in der Party bin, werde ich mitgezogen. Aber es dauert nicht lange, dann bleibt das Spiel hängen. Und deswegen, ja, was ich sagen wollte. Meine Eltern, ich sag euch, kommt denen ja nicht zu nah. Sie haben aus mir einen blöden Typen gemacht, der ich heute bin. Und lustig finde ich das gar nicht. Ich wünschte, ich wäre nicht geboren worden, mal ganz im Ernst. Und ja, ich gucke halt gerade, dass ich irgendwie aus diesem Kackhaus hier rauskomme, ja. Das hier ist wirklich ein Kackhaus, in dem ich hier bin. Hier kannst du, wenn du willst, in jeder Ecke, brauchst du keine Toilette mehr. Hier kannst du in jeder Ecke kacken, wenn du willst. Und zwar auch noch umsonst und pissen und alles. Ja, ich sag's euch, das könnt ihr, wenn ihr wollt. Kommt ruhig mal hier vorbei und macht das. Es ist bestimmt lustig, wie meine Eltern sich dann aufregen werden. Ja, und deswegen ist es halt so. Und ja, ja. Von daher, ich bin zwar auch manchmal ein richtig lustiger YouTuber, das wird aber jetzt demnächst aufhören, denke ich, weil ich halt gucke, dass man mich dann quasi ihn nicht mehr bekommt. Yay, yeah, ich hab ihn! Habt ihr gesehen? Voila! Ne, und deswegen, also ich bin wirklich davon nicht gerade überzeugt, wie sie mit mir umgehen. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, habt ihr einen besseren Plan, wo ich wohnen könnte, dann sagt es mir,
Es hat aber auch viele Enercon-Windräder zu enthalten, also wenig Enercon, sag ich jetzt mal. Zu viel Nordex, zu viel Vestas, zu viel Repower, zu viel Südwind, zu viel dies und das und so. Da sage ich, nö, nö, die sind alle zu schlecht. Wo ist Enercon, verdammt nochmal? Ich will zu denen und sonst will ich keine sehen. Ja, und von daher, ne? Ich sag euch Leute, ich will keine Anlagen sehen. Es sei denn, es ist Enercon, aber jo. Ja, und von daher gesehen, ich meine, es sind alle viel zu schlecht an Windkraftanlagen. Es sei denn, es ist Enercon. Aber ansonsten sind alle wirklich viel zu schlecht. Und ich muss es ganz ehrlich sagen, Enercon finde ich noch am besten. Und ich will auch Enercon weiter haben. Und ja. Ja, aber meine Eltern, Leute, wirklich, das sind nicht gerade die ruhigsten. Ich sag euch, die sind blöder als ihr denkt. Kommt denen nicht zu nahe, die tun euch sonst noch richtig weh. Und so wie auch das Monster. Und ich habe wirklich keinen Bock, dass euch sowas passiert. Ich wünsche es keinem mit diesen dummen Batzen-Leuten. Jo. Ja, mit den Dummbatzen-Leuten wünsche ich keinem von euch, dass ihr damit irgendwie in Kontakt kommt. Also seht zu, dass ihr mit denen nicht in Kontakt tretet. Ich sag euch, die sind viel zu schlimm. Also ich kann als Windrad 2011 kann ich die nicht ausstehen und will ich auch nicht mehr ausstehen. Mir reicht's. Ich bin am Ende meiner Nerven. Und ja, von daher, ne, ich sag mal, es ist einfach, jo, dann bin ich auch schon wieder, wie gesagt, mit meinen Eltern bloß nicht in Kontakt kommen. Seht zu, dass ihr alle, die mit meinen dummen Fratzen, Batzen Eltern zusammen sind, in Kontakt. Seht zu, dass ihr die loswerdet. Ich sag euch, die sind so schlimm, ja. Ey, da bist du ja verrückt bei. Und deswegen, ich kann es einfach nicht aushalten. Das nächste wäre, wieso war ich wohl auf der Hannover Messe? Ja. Ich habe es euch unter dem einen Video auch kommentiert, wieso ich da war. Ich wünsche es keinem, in dieses verdammte Scheiß-Dreck-Internat zu kommen. Also in Olsberg da, ne? Ich wünsche es wirklich, ich wünsche es keinem. Geht da bloß nicht hin. Ich meine, das ist jetzt kein Befehl. Wenn ihr wohl unbedingt in dieses Heslon-Internat mit nur lauter Heslons wollt, dann macht es. Aber, ja, es ist gerade 2 Uhr am helllichten Tag. Aber ich sag euch, geht ja nicht in dieses Internat. Ich sag euch, wie heißt, ja, einmal ein bisschen der Sozialdienst ist sehr doof und gemein. Die meinen nämlich immer, sie müssten Post schicken, obwohl sie einen gekündigt haben. Und dann kriege ich hin und wieder einen Brief von denen da, JG-Gruppe, ne? Aus Olsberg. Ich hasse es, langsam diese Post zu bekommen. Es reicht. Ich kann nicht mehr. Wieso senden die mir so viel? Wieso hören die nicht einfach mal damit auf? Das nächste. Der Psychologe, genau. Die Psychologin, die eine, die mich da rausgeworfen hat, die ist auch total dumm im Schädel. Geht also ja nicht nach Olsberg. Ich sag euch, da will keiner hin. Dieses Internat läuft immer leerer. Einmal hat man meinen besten Freund gekündigt. Wie er heißt, werde ich jetzt nicht sagen. Auf jeden Fall, er hat mir dann noch immer über SMS und so geschrieben, ja, jetzt schmeißen sie dich auch noch raus. Ich sag dir, der Laden geht unter. Der Laden wird bald nicht mehr da sein, wenn die so weitermachen. Dann werden die bald nicht mehr leben. Also dieser Laden, diese Art von Laden wird dann nicht mehr sein. Scheißladen ist das. Also von daher, ich würde an deiner Stelle dort auch nicht mehr hingehen, weil sie mich ja jetzt auch gekündigt haben, haben einfach die Druckerei geschlossen und hast nicht gesehen. Ja. Wirklich, ihr merkt, mein
bester Freund aus Düsseldorf einer und ich, wir sind da halt rausgeschmissen worden. Das heißt, er wurde rausgeworfen, weil seine Druckerei da geschlossen hat, wo er versucht hat, Ausbildung zu machen. Und ich dann wiederum, weil ich einfach auch dann nicht mehr wollte, weil ich bemerkt habe, wie dumm die Leute alle waren. Ich wurde Tag für Tag immer lustloser, hab meine Schulbücher dann zu diesem Heinz-Dingsbums-Schul-Dingsbums da gebracht, ne? Heinrich Sommer Berufskolleg, ja genau. Hab meine Bücher dahin gebracht, weil ich so lustlos war für die Schule und alles. Ich sag euch, da leben blöde Lehrer und alles. Vor allen Dingen der Schulleiter, der ist ja gerade mal, ich will das eine Wort jetzt mal nicht aussprechen, aber Fickfehler. Aber ich sag mal so, ich fand's da einfach nicht mehr gut, wie mich die Schüler der von den Köchen auch immer wieder gemobbt haben und provoziert haben. Vor allen Dingen die eine, wo ich dachte, die hat noch gar keinen Führerschein, hupt einfach mal ganz laut mit ihrem Fahrzeug in der Landschaft herum und merkt gar nicht, dass sie andere Leute erschreckt. Ich hab echt, also ihren Namen werde ich jetzt nicht benennen, aber ne, ich hab echt gedacht, sag mal, hat die überhaupt einen Führerschein? Man darf nicht wild in der Gegend rumhupen, das ist verboten. Weil das hab ich auch mal so gelernt in meiner Fahrschule, wo ich in Oldendorf mal war. Und dass man halt wild in der Gegend rumhupen darf man nicht. Und also von daher, ne, und ich hab mich dadurch halt dermaßen erschrocken, und mache das auch nie bei anderen, nur wieso machen es dann andere bei mir, jedenfalls einmal, nee, sogar zweimal. Jo, ja, man hat mich zweimal mit dieser Scheißhupe halt auch mal, zweimal hat man mich damit erschreckt. Wir mussten zu so einer Sporthalle nach Bigge runterlaufen und manche sind auch mit dem Auto gefahren, die konnten. Und, ja, und damit hat mich so ein Mädel dort so richtig erschreckt. Ich fand das richtig unfair, ja, mich da einfach so zu erschrecken, indem man nur einmal auf die Hupe drückt. Ich hab so gedacht, was ist das denn? Ja, ich hab wirklich gedacht, sag mal, haben die noch keinen Führerschein oder was? So hab ich in dem Moment gedacht, weil, laut dem Führerschein darf man nicht wild in der Gegend rumhupen. Und deswegen habe ich halt gedacht, diese dumme Nuss da im Fahrzeug hat bestimmt noch keinen Führerschein. Ihren Namen werde ich jetzt nicht benennen, das wäre unhöflich. Ja, auf jeden Fall, das macht man einfach nicht, ne? Dann hat man mich beim Sport so richtig übelst provoziert, dass ich hinterher sogar abgehauen bin, weil ich einfach nicht mehr konnte, ne? Hab nur ganz leicht einmal vor das Auto gedonnert, dem das gehörte, der mich da provoziert hat. Man hat nur keinen Schaden gesehen, weil ich so leicht gemacht habe, dass man es nicht gesehen hat. Und es ist halt so, ne? Ich hatte Wut, ich konnte nicht mehr und wurde Tag für Tag lustloser. Und ja, von daher, bis ich dann da rausgeschmissen wurde von dem, wie nennt man ihn nochmal, Psychologen, genau. Eine ganz bestimmte Psychologin da aus dem BBW in Olsbeck, die hat mich dann sofort an dem einen Tag rausgeschmissen. Den Tag, also welches Datum das war, werde ich jetzt wiederum nicht sagen. Und so weiter. Und wie die Leute alle heißen, deren Namen werde ich auch nicht nennen. Ich möchte ja auch nicht, ich bin Wintra 2011, aber ich möchte halt nicht, dass man meinen Namen quer durchs Internet sagt. Es sei denn, man sagt Wintra 2011, das bin ja ich, ne? Aber es ist ja nicht mein echter Name. Mein echter Name ist ein ganz anderer, den ich jetzt aber auch wiederum nicht sage. Und, ja, wie gesagt, die waren in Olsberg sowas von schlimm. Erst kam ein bester Freund von meinem Freundeskreis da raus und dann auch noch ich. Vor allen Dingen in dem einen Haus, in dem ich da war, da ging's richtig zur Hölle, ne?
Da läuft's Wasser in der Wand, jeden Morgen das Gleiche. Ich musste erst gegen 6 Uhr aufstehen oder was. Und schon gegen 10 vor 6 oder so lief das Wasser in der Wand. Ich hab echt gedacht, das ist doch zum Heulen. Ja, und dann bin ich in dem gleichen Haus nochmal mit einem besten Freund von mir, mit dem ich auf dem Zimmer war. Wir beide wurden dann versetzt in ein anderes Zimmer, aber noch im selben Haus leider. Ich wollte in ein ganz anderes Haus damals, das hat aber nicht funktioniert. Mein Ausbilder hat schon darum gekämpft, dass ich dort in eine andere Hausnummer im Internat komme, aber es hat einfach nicht funktioniert. Ich wurde in einem und demselben Haus wurde ich von dem einen Zimmer ins andere Zimmer verfrachtet, in so ein Doppelzimmer mit meinem Freund dabei halt. Aber ich fand es einfach nicht okay, dass ich noch in dem Haus war und wie die mich dort alle mobben und ja, ich finde es einfach nicht genial und ja, plötzlich kam ich aber da auch mal endlich raus. Es tut mir leid für alle, die mich dort total mochten. Ich kenne so noch so ein paar Leute davon, die ich heute noch auf WhatsApp habe. Ihren Namen werde ich jetzt auch wiederum nicht verwenden. Aber ja, es ist halt so, dass ich ja die anderen Leute, die mich da gemobbt haben, das war einfach die Hölle. Dann meinte man einmal, ich hätte irgendwas Blödes über Facebook gemacht, was ich gar nicht gemacht habe. Ja, habe ich wirklich nicht gemacht. Und das mochte ich dann auch wiederum nicht. Und alles und ja, deswegen. Und ja, ich will einfach nicht. Es ist einfach viel zu gemein, das alles. Und ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wie sie mich dort in Olsberg alle gemobbt haben. Hilfe. Leute, tut euch den Zwang nicht an. Geht dort nicht hin. Das Internat ist so schlecht, das braucht kein Mensch mehr. Das ist die Hölle, ja. Also das ist nicht der Himmel, das ist die Hölle. Und aber so richtig Hölle. Und ich sag mal, ja, wenn ihr da hingeht, ich wünsche es keinem, dass er da mehr hingeht, weil es ist halt so, es ist halt so, dass ich wurde halt rausgeschmissen und ich wünsche es keinem, dass das bei euch anderen auch passiert. Deswegen meine Empfehlung ist, dass ihr dort nicht hingeht. Es ist natürlich eure Entscheidung, ob ihr wollt oder nicht, aber ich empfehle, es ist nur so ein Vorschlag von mir, dass ihr... Jo, ja, die zähle ich zu meiner Familie dazu, die sind genauso schlimm. In Olsberg, da in dem Hässlon-Internat, wo nur Hässlons meiner Meinung nach leben. Okay, es seien die ganzen Netten, die mich dort total mochten und so, und die ich dann auch wiederum total mochte und so. Die meine ich nicht, die sind ausgeschlossen, aber die anderen alle, all meine Gegner, die mich total hassten und so weiter, die meine ich, die meine ich. Ich meine keine, die ich total nett fand, ich meine andere, die mich total gemobbt haben, wie sie konnten, provoziert haben und, ja. Und ich find's einfach... Jo, da bin ich auch schon wieder. Ja, es war halt sehr, sehr blöd und, ja, ich bin froh, dass das mit Olsberg endlich rum ist und das aber auch schon seit längerem, ne, seit längerer Zeit schon. Was ich daran blöd finde, meine Ausbildung wurde abgebrochen, aber ich kann es jetzt nicht ändern. Ich will einfach nur noch Enercon. Enercon! Woo! Enercon, ich komme! Jo, da bin ich auch schon wieder. Ja, ich will einfach nur noch nach Enercon und sonst nichts, aber ich glaube, das hat sich erledigt. Ich sag euch, ich wünsche es keinem, nach Olsberg zu gehen mehr. Ich wünsche es wirklich keinem. Alleine die Ausbilder der BVB dort, die waren auch, also der eine jedenfalls, der war total schlimm. Seinen Namen werde ich jetzt auch nicht benennen. Kein Stück. Aber ich sag euch, wenn man dort einmal wütend wird, ja,
und dann gerne mal in die frische Luft laufen will, damit man sich wieder beruhigt. Der lässt einen nicht rausgehen. Der Ausbilder meinte zu mir in der BVB, ja, steck doch deinen Kopf aus dem Fenster oder was auch immer, aber abhauen wirst du jetzt nicht. Ich so, oh doch, ich will. Und ja, der hat mich wie, als wenn er mich festgehalten hat, ne? Ernsthaft. Er hat mich richtig festgehalten. Ich wollte nicht, also ich wollte an die frische Luft rennen, aber der hat mich nicht laufen lassen. Ja? Also das wünsche ich wirklich keinem, dass ihr dahin geht mehr, weil es dort einfach viel zu schlimm ist. Aber wenn ihr mir nicht gehorchen wollt, es ist eure Entscheidung. Ich sage nur meine Gefühle an, damit es euch nicht passiert. Jo, ja, wie gesagt, macht die Ausbildung woanders, wenn ihr könnt, aber auf keinen Fall in diesem Kackinternat dort in Olsberg, in diesem BBW, ne, Berufsbildungswerk dort. Ich wünsche es keinem, wirklich, die sind meiner Meinung nach sind die viel zu schlimm. Also ich wünsche es keinem, dorthin zu gehen. Ja, von daher, ne. Ja, und meine Familie, die ist auch genauso schlimm in dem Sinne. Ich möchte dieses Kackhaus verlassen, in dem ich gerade noch sitze. Ich hasse es, hier zu sein. Ich möchte unbedingt woanders hin, aber ich weiß nicht wie. Und deshalb versuche ich gerade was ganz Schlimmes für mich, ne? Ich versuche mir was Schlimmes aufzutreiben, weil, ja, es geht einfach nicht mehr. Meine Familie, die ist zu dumm. Wirklich zu dumm. Die wissen gar nicht, was sie da tun. Besonders das Monster, wovon ich euch in der letzten Folge ja schon erzählt habe. Das Monster ist genauso blöd und schlimm wie meine Familie eben. Und ich wünsche es keinem, mit diesem Monster überhaupt Kontakt aufzunehmen. Und ja, und so weiter, ne? Ich wünsche es, wie gesagt, keinem. Und von daher, ja, wenn ihr mir nicht trauen wollt, eurem super YouTuber Wintra 2011, ne, wenn ihr glaubt, dass ich nur Müll rede oder was auch immer, was ich nicht tue, dann macht's einfach, dann werdet ihr es selber sehen, wie blöd die ganzen Leute sind, die ich meine, die blöden, die ich meine, die mich immer wieder provozieren. Und ja. Jo. Ja, ich wünsche es wie gesagt keinem. Und ne, wenn er meine Ratschläge befolgt, seid er gut. Aber wenn er es nicht tun wollt, dann wollt er es halt nicht. Dann seht ihr halt selber, wie schlimm die Leute sind. Und müsst euch damit Gedanken machen. Wie gesagt, Olsberg war nicht einfach. Und auch meine Familie hier in Ollendorf, die ist genauso schlimm. Ich sag euch, kommt den Leuten nicht zu nah. Wenn ihr nicht so enden wollt wie ich. Und ja, ich kann wirklich, ich kann hier nicht mehr leben und will hier nicht mehr leben und mich vielleicht sogar durch Selbstmord umbringen eines Tages, weil ich kann nicht mehr. Ich bin am Ende meiner Nerven. Und ja, es wird Zeit, dass ich ein neues Leben anfange. Ansonsten war es das. Und wir sehen uns nie wieder, weil ansonsten kommt nämlich das, was nicht kommen soll, eben Selbstmord. Wir haben mittlerweile 30 Grad draußen. 30 Grad in der Sonne, voilà. Es sind bestimmt 35 oder knapp 40, sind es garantiert. Also was. Jo. Ja, in der Sonne haben wir mittlerweile 30 Grad. Im Schatten sind es nur 26. Aber ja, ist halt so, ne? Ich komme hier aber auch in dem Spiel nicht weiter. Ihr seht, ich klicke hier alles an. Alles Mögliche klicke ich an, aber ich komme nicht rein, weil mein PC scheint überlastet zu sein. Ich weiß es nicht. Selbst meine Freundesliste, wenn ich die anklicke, ihr seht, passiert da was? Nö. Und deswegen würde ich mal sagen,
ist das die zweite Folge vom Gomma HD Server, die hiermit beendet ist. Und ich sag dann mal bis später. Ciao.